Energie vom Wasser, von dem hätten wir ja genug. Es gäbe Energie vom Wind, die kommt dann noch dazu. Es gäbe thermale Energie, nicht allzu weit in der Erde. Es gäbe Energie aus Biomasse, die ausgenutzt könnte werden. Auf den Dächern, damit wäre doch schon sehr viel gewonnen, hätte es Fläche genug für die Energie von der Sonne. Und wenn man dann noch ein bisschen vernünftig wäre und Strom würde sparen, braucht es kein AKW am Rhein und keine an der Aare. Aber nein, sie wollen nur Strom mit viel Plutonium. Von beidem gibt's denn genug, drum tut doch nicht so dumm. Denn nur mit Strom und Strahlung werden alle wirklich froh und haben auch in Jahrmillionen immer noch etwas davon. Mit den Stromlücken machen sie mal ein bisschen auf Panik. Das Volk ist ja blöd genug, die haben ja eh keine Ahnung. Wenn man sagt, es liegt gängig aus, dann glauben die das schon. Sei es nur Standby-Lämpli an der Anlage und am Heimkino. Das Glück von der Menschheit, ja, das sei noch zu halten, wenn man auch in alle Zukunft könnte Uranatömli spalten. Probleme sind alle zu lösen, alles Kummern ist müßig. Wegen dieser kleinen Dosis, Plutonium 239. Drum, wenn man nur Strom mit viel Plutonium, von beidem gibt's denn genug, drum tut doch nicht so dumm. Denn nur mit Strom und Strahlung werden alle wirklich froh und haben auch in Jahrmillionen immer noch etwas davon. Dass das Abfallproblem nicht gelöst sei, das ist ergreifend schlicht. Eine schwarzmalerische Litanei, eine ewig alte Geschichte. Das lagern wir noch wie bis jetzt, schon seit Jahr und Tag. Auf dem AKW-Areal tot sicher gesichert vom Naha. Irgendwann wird das Volk auch gescheiter und der Widerstand schon gebrochen. Irgendwann kann man das Zeug dann schon mal an einem Ort verlochen. Aber bis es so weit ist, sind Befürworter so nett und machen das Endlägerli bei sich daheim unter dem Bett. Denn es gibt wirklich nur Strom mit viel Plutonium. Von beidem hätte es genug, drum tut doch nicht so dumm. Denn nur mit Strom und Strahlung werden alle wirklich froh und haben auch in Jahrmillionen immer noch etwas davon. Und haben auch in Jahrmillionen immer noch etwas davon.